So, weiter geht's mit Let's Play Gothic 2. Was wollten wir tun? Ach ja, richtig. Hui. So, und da sind wir. Wir müssen aber alle drei Teleportersteine probieren. Nichts zu Da holen. ist nichts zu holen. Das waren doch vier. Vier. Hier liegen noch ein paar Sachen. Spruchrolle, Lederbeutel, Trank, Trank, Spruchrolle, Spruchrolle. Lederbeutel gucken wir gleich mal rein. Apfeltabak, bla bla bla. Ein silberner Ring, okay. Das ist doch. Nichts zu Hier holen. haben wir. Ja, es wird schon Abend. Hey, nicht so schnell! Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt. Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Halt die Klappe. Ich bin hier schon x-mal an dem vorbeigelaufen. Der hat noch nie was gesagt. Erledigen wir erstmal unsere Aufgaben. Geben alles ab. Also fangen wir mit Harad an. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Okay. Ich hab schon gedacht, er verkauft vielleicht Kräuter. Wenn er ein Grundstück hier im Angebot hätte. Und Melia keine Macht hat. Also, zuallererst bei Harad. Was willst du? Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Orkkrieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Tja. So, jetzt noch schnell zu Wasper. Das ist doch alles nur Gerede. Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Eigentlich schon. Jetzt, da wir die Aufgaben der Handwerksmeister soweit erledigt haben, steht uns eigentlich nichts mehr im Weg. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Gut. Die Grundlagen hast du ja schon gelernt. Harald hält dich für einen guten Mann. Torben hat dir seinen Segen gegeben. Ich bin nicht so gläubig, aber mir soll's recht sein. Konstantino sagt, seinetwegen sollst du anfangen, wo du willst.
Und Matteo sagt, du bist Gold wert. Damit hast du die Zustimmung aller Meister. Du kannst jederzeit bei mir anfangen, wenn du willst. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Du wirst es nicht bereuen. Hey, ich glaube, wir werden gut zusammenarbeiten. Hoffentlich. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Ganz einfach. Bring mir so viele Fälle, wie du kriegen kannst. Ich zahle dir dafür einen besseren Preis, als du bei jedem anderen Händler bekommst. Ansonsten brauchst du dich hier im Laden nicht blicken zu lassen. Ich komme ja schon alleine klar. Und wo soll ich schlafen? Ich habe hier keinen Platz für dich. Im Hotel am Marktplatz findest du bestimmt noch ein Bett. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Ist das wirklich? Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Bosper bezahlt uns für absolut jedes Fell, das wir ihm bringen. Und zwar anders als sonst jemand, bezahlt er uns den vollen Preis. Nicht nur den halben, wie normalerweise Händler für Waren bezahlen. Er zahlt uns den vollen Preis. Man darf halt nicht alles glauben, was... Da bist du ja wieder. Zeig mir deine Ware. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Jagdbogen. Von mir? Weidenbogen. Noch mehr. Warte mal kurz. Ich hab wie viel Geschick? Ich hab 20 Geschick, also so ein Weidenbogen. Dürfte ich eigentlich anlegen können. Was hab ich für einen Bogen? Ich hab einen Kurzbogen. Da bist du ja wieder. Ich kauf mir einen Weidenbogen. Genauso wie du sagst. Zeig mir deine Ware. Das ist doch alles nur Gerede. Das höre ich zum ersten Mal. Jupp. Das war doch klar. Schon besser. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? 74. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay. Wir haben es geschafft. Das wir sind Lehrling. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Fällt mir ein, wir könnten eigentlich auch mal... Das höre ich zum ersten Mal. ...auf dem Marktplatz gucken, ob wir vielleicht eine bessere Waffe kaufen können. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Inus... Wo ist Hakon? Kanta, können wir auch fragen? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Also, wir brauchen was, was mit Stärke... Kurzschwert. Nein, ich will kein Kurzschwert. Wolfzahn. Auch nicht. Ich darf auf keinen Fall... Ich muss weiter. Nehmen. Von mir aus... In der Reichweite. Egal, wie stark es ist. Deswegen gehe ich jetzt lieber mal zu Hakon. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Oder sie. Zeig mir deine Ware. Boah, nicht schlecht. Zu stark. Lichtstab. Das ist die Zweihandwaffe. Bin ich 35 Stärke. Nicht zu stark für mich. Milizgürtel. Ledergürtel. Amulett. Kurzschwert. Amulett. Zu teuer. Verdammt, wieso gibt es eigentlich keine gescheiten Waffen? Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Die vermissen das Experiment Pflanzen für Konstantino. Aufnahme bei der Miliz, das könnten wir machen, aber das will ich noch nicht. Der Waffenhändler der Banditen.
Leute, Mann mit der Augenklappe, Wassermarke, Steckbriefe, der Ring des Wassers. Ravallans alte Hütte, das Auge Innos. Tja, ich werde mir überlegen, was wir am. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern.